Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich liege im Wald auf einer Holzliege. Gibt's sowas? Ja, witterungsbeständig, jeden Tag nutzbar, alles kein Problem. Sowas gibt's in Berlin. Man muss nur wissen, wo die stehen. Und dann geht man halt mal da so lang und ruht sich zwischendurch ein bisschen aus. Und ich denke gerade über Erziehung oder Bildung nach. Ne? Was ist mein eigentliches Bild von Schule? Was ist meine Weltsicht zum Thema Lernen, Bilden, Erziehen? Gibt's da sowas? Nun gut, also es gibt tatsächlich sogenannte Bildungspolitiker, die glauben, wenn man gewisse Ideologien propagiert, dann bekommt man die durch Framing auch in die Schulen. Ne? Man muss den Lehrkräften einfach nur so einen Bildungskonsens mitgeben, der in Wirklichkeit ein Erziehungskonsens ist, ne? Wo man gewisse Tabus einbaut. Ne? Also du darfst dies und das und jenes nicht tun. Ich werde da jetzt nicht konkret. Wir müssen jetzt selbst mal drüber nachdenken. Ne? Bildung oder Erziehung? Es hängt natürlich davon ab, was man tatsächlich möchte. Welche Art von Gesellschaft in Zukunft vorschwebt. Welche Art von Gesellschaft möchte ich? Ich habe das in meinen Videos schon wiederholt genannt. Ich möchte tatsächlich den kritischen Bildungsbürger, der selbst handlungsfähig ist, ohne übergelagerte Instanzen, der weitgehend freien Entscheidungsspielraum hat, was er zu tun und zu lassen hat und der sich also an ganz wenige Dinge halten muss, die in unserer Gesellschaft einfach mal kulturell gesetzt sind. Also solche Gebote wie du sollst nicht töten und du sollst nicht und so weiter. Daran kann man sich orientieren. Ne? 10 Gebote sind schon mal gar nicht schlecht, weil über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte ist das etwas, wo es immer einen breiten Konsens gegeben hat, dass diese Dinge richtig waren. Ne? Also muss ich die Menschen erziehen, dass sie da mitmachen? Kaum. Also bei den Sachen, die gesetzt sind, muss ich die Menschen einfach nur erwachsen werden lassen, selbst denken lassen, selbst entscheiden lassen und hin und wieder mal dazwischengrätschen, wenn es einfach zu fett wird, ne? Wenn sich einfach manche Leute einfach vordrängeln, andere respektlos behandeln. Das aktuelle Thema Rassismus, was da so durch die Medien getrieben wird, ist ja in Wirklichkeit ein viel größeres. Es ist ja das Thema der Respektlosigkeit und des Mobbings, ne, gegenüber anderen Leuten. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich wüsste nicht, wo sie da einen Unterschied machen wollen. Ne, also wenn mir jetzt Leute an die Karre fahren und dann sagen, der Bormann, der ist ja so unmöglich, dann sage ich einfach nur zurück, was meinst denn du? Was meinst du? Warum bin ich unmöglich? Was magst du denn nicht an mir? Was magst du denn nicht an meinen Äußerungen? Womit hast du denn ein Problem? Und wenn er dann nicht in die Pötte kommt und wenn er dann nicht diskutieren will, dann bleibt es eben so, wie es ist. Ich gehe meinen Weg und er geht seinen Weg. Und wir brauchen auch nicht mehr darüber zu sprechen, weil ich habe kein Problem mit den anderen, die was anderes denken. Die anderen, diese Erzieher, diese Ideologen, die haben ein Problem mit mir, weil ich passe nicht zu ihrer Ideologie. Aber eine Ideologie ist etwas Anerzogenes, etwas Eingetrichtertes, etwas Indoktriniertes, etwas tatsächlich Unnatürliches, Krankhaftes.
Und ich bin schon lange auf dem Trip, dass ich einfach sage, alles, was mit Ismus aufhört, ist tatsächlich sehr kritisch zu hinterfragen. All diese Dinge wurden immer schon als Modelle genutzt, um manche Dinge zu überhöhen und andere in die Verdammnis zu schicken, ne? So, das ist schlecht und das ist gut und so. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist doch was ganz Mieses. Und als ich an die Schule gegangen bin, da habe ich gedacht, ich muss jetzt hier 90% Bildung und vielleicht 10% Erziehung machen. Nämlich dann, wenn Leute tatsächlich ihre Position erhöhen, um sie ein bisschen zurückzuschieben und zu sagen, pass mal auf, was du da tust. Es gibt auch andere Meinungen. Es gibt auch andere Weltbilder. Wir leben hier als Gemeinschaft zusammen, in der jeder seine Gedanken frei äußern darf, ohne dafür irgendwie mit Strafe rechnen zu müssen, mit Einbußen rechnen zu müssen. Warum auch? Ja, also ich habe bei meiner Ausbildung zum Lehrer gelernt, wir schulen Kompetenzen. Und die oberste Kompetenz ist das hier. Ja, Gehirn einschalten. Ja, Bildung. Nicht auswendig lernen von Ideologien, von Ismen. Nachdenken. Kritisches Nachdenken, kritisches Hinterfragen und rote Linien erkennen können. Im richtigen Moment Nein sagen. Im richtigen Moment richtig handeln. Genau. Und all das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich richtig handle. Können natürlich andere Leute ganz anders sehen. Aber wenn sie ehrlich sind, dann diskutieren sie offen. Dann sind sie tolerant. Dann können sie mir faktisch etwas sagen zu dem, was sie überhaupt meinen. Ja? Dann sagen sie nicht, der Baumann ist ein Doofer, sondern dann sagen sie, der hat da eine Meinung geäußert, die durch die Fakten, die ich kenne, nicht gedeckt sind. Weil die und die Fakten kenne ich. Und wenn der mir dann ankommt mit irgendeinem Dramatiker, der irgendein Bilderbuch da inszeniert hat, mit Weltkatastrophen und irgendwelchen Dingen, die durch die Wissenschaft gar nicht gestützt sind. Und dann auch noch behauptet, vielleicht 99,9% aller Wissenschaftler meinen das. Kritisch hinterfragen bitte. Ich kann das. Und ich möchte das auch gerne anderen beibringen. Und deswegen bin ich Lehrer geworden. So. Wie es andere meinen. Puh. Wir möchten lieber Ideologie. Kann ich Ihnen sagen, wohin das führt? Das sind immer selbstzerstörerische Systeme. Ja, selbstzerstörerische Systeme. Um nicht noch drastischere Worte zu wählen an dieser Stelle, wo sich dann andere wieder aufregen. Ja, aber warum soll nur ich mich aufregen über die anderen? Warum dürfen die sich nicht genauso aufregen über mich? Ohne überhaupt nur zu versuchen, meine Meinung als etwas darzustellen, was sie nicht ist. Nämlich ein Tabu, etwas Unmögliches, etwas Nichtsagbares. Ich sag alles. Das gehört für mich zur Bildung mit dazu. Ich sag alles. Ich sage das, was ich für meine Wahrheit halte. Und wenn die falsch ist, dann bitte sachlich diskutieren, sachlich begründen, mit Fakten unterlegen. Und wenn die dann nicht halten, dann liege nicht ich falsch. Das kann manchmal schmerzhaft sein, aber es kann auch sehr heilsam sein. Einfach mal sich selbst einzugestehen, Scheiße, da lag ich ja wirklich komplett falsch. Ja. Davon gehe ich aus, dass viele, viele Leute heute mit ihren Ansichten komplett falsch liegen, weil sie den Erziehern auf den Leim gegangen sind. Tut mir leid. Aber es wird auch wieder andere Zeiten geben.